Wie schnell dieser Krieg endet, das hängt wahrscheinlich vor allem vom russischen Präsidenten Putin ab und natürlich der Frage, wie viel Rückhalt er in der eigenen Bevölkerung hat. Um diesen Rückhalt zu gewährleisten, arbeitet Putins Propaganda auf Hochtouren. Und was das heißt und wie das Ganze funktioniert, hat unsere Russland-Korrespondentin Isabel Tymena beobachtet. Die Nachrichten aus dem russischen Staatsfernsehen berichten, dass im Gebiet Luhansk die Bewohner geflohen seien, die unter Beschuss der ukrainischen Nazis geraten sein sollen. Und dieser russische Soldat zeigt seine Trophäe von der Front, ein ukrainisches Fernglas. Von den Ukrainern einen Panzer erbeutet zu haben, sei doppelte Freude, so der russische Kommentar. Und dieser Soldat berichtet, die Ukrainer haben den Panzer einfach zurückgelassen, mit kompletter Bewaffnung. Nur Siegesmeldungen, Berichte über Hilfslieferungen und den Befreiungskampf gegen die ukrainischen Nazis. Tag für Tag dröhnt das Staatsfernsehen seine Parolen in russische Wohnzimmer. Die Nachrichtensendungen wurden seit Beginn der sogenannten Sonderoperation verlängert. Doch viele jüngere Russen lassen sich davon nicht mehr beeinflussen. Ich informiere mich über das Internet, über Twitter. Dort finde ich Beiträge der Personen, denen ich vertraue. Im Fernsehen gibt es doch nur Propaganda. Nun, 8 Jahre lang sind in der Ukraine Menschen ums Leben gekommen, darunter auch unsere Bürger mit einem russischen Pass. Das musste man schon lange beenden. Ich vertraue den föderalen Kanälen, die arbeiten stabil. Gestern die letzte Ausgabe der unabhängigen Tageszeitung Novaya Gazeta. Die Warnungen von der Moskauer Medienaufsicht waren deutlich. Damit verstummt eine der letzten freien Stimmen in Russland. Das ist traurig und absolut uneffektiv. Das ist im 21. Jahrhundert ein Kampf mit Mitteln aus dem 19. Jahrhundert. So hätte Zar Alexander wahrscheinlich versucht, die Presse zu kontrollieren. Der Kreml sendet seine Version der sogenannten Sonderoperation. Doch es gibt immer mehr russische Journalisten, die nicht mehr mitmachen. Jana Agalakova war jahrelang Auslandskorrespondentin für einen russischen Sender. Zu Beginn der sogenannten Sonderoperation in der Ukraine hat sie gekündigt. Im Pariser Exil erklärt sie, warum. Es war für mich keine Frage, weiterzumachen. Ich konnte das nicht Friedensoperation nennen. Das ist Krieg. Um das ganz klar zu sagen, das ist Krieg. Jana Agalakova wird wohl erstmal nicht mehr zurückkehren nach Russland und aus dem Exil arbeiten. Und in Russland läuft derweil Putins Propagandamaschinerie weiter, mit viel Pathos auf allen Kanälen. Ja, was will Putin und zu welchen Kompromissen ist er bereit? Diese Fragen schweben über dem Krieg und über den Verhandlungen. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Sicherheitsexperten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Verhandlungen laufen. Was hören Sie denn aus den russischen Äußerungen heraus? Wie ernsthaft lässt Putin da verhandeln? Also es ist ja bemerkenswert, dass die Elemente dessen, was eine Friedensregelung sein könnte, eigentlich seit Wochen auf dem Tisch liegen. Sie sind im Vorbericht auch angesprochen worden. Eine Anerkennung der Annexion der Krim, ein Sonderstatus oder die Abtrennung der beiden sogenannten Volksrepubliken im Südosten des Landes, eine Neutralisierung des Landes, militärische Obergrenzen, all das ist eigentlich bekannt und verfügbar. Woran es bisher gemangelt hat, ist der politische Wille. Und ich glaube, weniger auf ukrainischer Seite, da hat der Präsident ja Kompromissbereitschaft signalisiert, sondern es fehlt nach wie vor eine Bereitschaft von Präsident Putin, von den weitreichenden russischen Kriegszielen Abstand zu nehmen. In den letzten Tagen hat er den Eindruck erweckt, es wäre der Fall, insofern als er davon gesprochen hat oder die Präsidialkanzlei davon gesprochen hat, jetzt würde man sich auf den Südosten des Landes militärisch konzentrieren. Da haben wir alle gedacht, das könnte ein Schritt sein, die Kämpfe einzuhegen. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein, weil die Kämpfe wieder ausgebrochen sind. Also nochmal, der Ball liegt im russischen Feld und mir scheint, so bedauerlich das ist, die Bereitschaft noch nicht gegeben zu sein.
Aber schauen wir mal auf die einzelnen Aspekte, die Sie auch angesprochen haben. Also eine russische Kernforderung ist keine NATO-Mitgliedschaft, Neutralität, haben wir schon gehört. Wie könnte das denn dann konkret auch tatsächlich aussehen, wenn sich die Ukraine, und da gibt es ja Andeutungen, auch für sowas erwärmen könnte? Also man müsste die Verfassung ändern der Ukraine, da ist das festgeschrieben. Gut, das ist ein technischer Akt, mit der Zustimmung des Parlaments könnte das erreicht werden. Dann wird die nächste Frage, wie dieser Neutralitätsstatus gesichert werden kann. Da hat die Ukraine eine bestimmte Vorstellung, dass Garantiemächte das gewährleisten sollten. Man schaut dann in der Regel westliche Garantiemächte an, die USA, Großbritannien. Deutschland ist auch mal ins Spiel gebracht worden, aber genau das will Russland nicht. Man will keine NATO-Staaten vor der eigenen Haustür haben. Das heißt, man müsste einen Länder finden, die bereit wären, das zu garantieren, gegebenenfalls mit einer militärischen Präsenz vor Ort. Darüber hinaus wird die Frage, ob es eine UN-Friedenstruppe gibt, die für eine Übergangszeit Sicherheit gewährleistet, bis beide Seiten ihre Truppen zurückgezogen haben. Auch da könnte Deutschland einen sinnvollen Beitrag leisten, aber ist dasselbe Argument ins Feld zu führen. Ob das in Russland auf Zustimmung stößt, das bleibt abzuwarten. Von russischer Seite wird ja auch immer wieder angesprochen, klar, haben Sie auch schon gesagt, die Gebiete im Osten, Donbass, die Krim. Welche Lösung halten Sie denn dafür wahrscheinlich? Also die Krim scheint auch aus ukrainischer Perspektive weitgehend verloren zu sein. Also ich habe aus den letzten Tagen keine Äußerung von Präsident Zelensky im Ohr, dass er nochmal Anspruch auf dieses Territorium erhoben hat. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass für Donetsk und Lugansk eine Übergangsregelung gilt. Vielleicht unter Obhut oder Oberaufsicht der OSZE, der wichtigsten Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dass man nicht den Status sofort festlegt, sondern vielleicht eine Volksabstimmung unter internationaler Beobachtung durchführt, die aber darauf hinauslaufen würde, letztlich auf einen Sonderstatus innerhalb der Ukraine mit einer engen Anlehnung an Russland. Das könnte eine Übergangsform sein. In der radikalsten Form wäre das eine Zementierung des Status quo, Eigenstaatlichkeit unter enger Anlehnung an Russland. Müssen wir dann abwarten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke an den Sicherheitsexperten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim. Vielen Dank fürs Interview.